Das Wenigste im Leben ist Zufall. In der Politik schon mal gar nicht. Bei uns auch nicht. Das ist kein Zufall. Das ist ein Statement. Und damit möchte ich euch Mut machen, aufzustehen, den Mund aufzureißen, sich uns anzuschließen oder anderen. Und damit möchte ich natürlich auch erreichen, dass ihr uns unterstützt. Die Dinger verkaufen wir über unseren Shop zu ganz moderaten Preisen. Kein Zufall ist auch die Kulisse. Habe ich mir überlegt, weil ich einsteigen will mit einer Art küchenpsychologischen Analyse dessen, was wir da bei unseren Thekenalarmtagen im Harz erlebt haben. Die waren am vorigen Wochenende und ganz anders liefen sie als gedacht. In der Vorbereitung, organisatorisch. Wir mussten auf Plan D, D wie Delta, zurückgreifen, weil uns die beiden davor, A und B, und dann auch C, zerschossen wurden. Also Uftrungen, ihr wisst, das ist Olafs Heimatort im Südharz. Gemeinde heißt auch so, Gemeinde Südharz hat 17 Ortsteile. Und da ist der elterliche Bauernhof, der inzwischen seinem Bruder Jan gehört. So war das alles geplant mit dem Herstall dort in dem Ort, der fast einige hundert Besucher, Gäste. Aber da grätschte uns die Gemeinde dann sehr, sehr kurzfristig dazwischen mit einer ganz überraschenden Ansage. Ach, ausgerechnet leider an dem Wochenende, das ihr schon seit einem halben Jahr geplant und uns kommuniziert habt, genau da ist eine ganz andere Veranstaltung, nämlich, weiß ich nicht, irgendwas DRK, Ersthelferkurs oder. Also da ließ sich schon dran fühlen. Na gut, dann kam die nächste Frage auf, sollen wir das Ganze auf ein Wochenende im Oktober verlegen. Für uns kam das nicht in Betracht. Das hatte meteorologische Gründe, aber vor allem auch organisatorische. Schließlich hatten wir das schon lange kommuniziert und wir wollten ja auch, dass Menschen anreisen aus allen Teilen der Republik. Also Oktober ging nicht, aber weitere Örtlichkeiten innerhalb dieser Gemeinde Südharz waren natürlich denkbar. Nämlich Dorfgemeinschaftshäuser gibt es auch in anderen Ortsteilen. Ja, und da haben sie uns dann also ausgebremst und erstmal auf Zeit gespielt. Der Bürgermeister muss sich das anhören, der Ortsvorsteher muss gefragt werden, der will seinen Gemeinderat und so weiter und so fort. Ich kürze das ein bisschen ab. Also jedenfalls kam dabei raus, aber erst auf unser Drängen hin, auch eine Absage. Konnte man schon dran fühlen, das Gerücht von wegen Verfassungsschutz hat euch auf dem Schirm und so weiter und so fort. Ich habe in meiner Naivität vorher auch noch den Fehler gemacht und habe ein paar Wochen vorher sowohl den Landrat angeschrieben, als auch jeden Bürgermeister, als auch die Kreispolizeibehörde. Wir haben eine Vorbesichtigung gemacht, alles paletti. Die haben uns aber zunächst einmal nur ausgehorcht. Gebt uns mal eure Satzung für den neuen Verein. Wie soll denn dieses Uftrunger Manifest aussehen und so weiter. Also, das war ziemlich übel und eine Woche vorher hat dann unsere Kollegin Petra gerödelt und zugesehen, dass sie eine andere Location heranbekommt. Der Gedanke war natürlich, gehen wir doch mal ein Bundesland weiter. Uftrungen liegt unmittelbar an der Landesgrenze zu Thüringen, also Uftrungen in Sachsen-Anhalt, rüberwechseln nach Thüringen und dort einen großen Landgasthof angefragt. Mit entsprechendem Saal, das war eigentlich alles paletti. Zwei Kollegen sind hingefahren, haben sich das angeschaut. Im besten Einvernehmen mit der Wirtin. Noch keinen Vertrag geschlossen, aber ein Angebot geschickt bekommen von denen. So, und wenige Tage vorher kam dann von ihnen die Absage, erstmal hatten sie prohibitiv den Preis hochzusetzen. Sie wollten nun plötzlich eine Vorauszahlung, 2600 Euro im Voraus für diese Raummiete, ja, und ganz dickes Buffet auffahren und so weiter. Da habe ich mich noch zunächst mal gar nicht zu geäußert. Und dann kam im nächsten Schritt eine Absage. Wir haben das im Kollektiv beraten. Aha, weiß Bescheid, ja, Kollektiv, und möchten die Veranstaltung nicht. Dann blieben noch zwei Tage. Und in dieser Zeit ist es gelungen, in Nordhausen, das ist die nächstgrößere Stadt da Richtung Westen, aber immer noch auf Ex-DDR-Gebiet, also in Thüringen, dort eine Mehrzweckhalle zu buchen. In einem Ortsteil namens Leimbach. So. Und obwohl wir hier das Uftrunger Manifest verabschiedet haben, an dem Sonntag dann, an dem 17. Es heißt Uftrunger Manifest nach wie vor.
aber genau genommen ist es das Leimbacher Manifest, denn dort wurde es verabschiedet. Darauf will ich jetzt mal zu sprechen kommen. Aber nee, ich hatte euch noch versprochen, hinsichtlich der Thematik mit der Küchenpsychologie. Wie ich das aus meinen Seminaren kenne, hast du in einer Gruppe, egal ob das jetzt 30 sind oder 50 oder 100, hast du eigentlich immer einen Dauerredner, der meldet sich ständig, ja, oder fängt direkt an. Dann hast du einen, der versucht zu stören, ja, natürlich ist das auch denkbar, wir wollen ja bitteschön nicht sexistisch sein, und zwei, drei Zweifler. Das war auch in Leimbach so, aber wir haben sie alle eingefangen, wir haben sie mitgenommen, wir haben sie begeistert. Die Stimmung war ganz grandios und deshalb möchte ich euch davon berichten. Also das lief ab, indem wir uns an dem Freitagabend wie geplant auf dem elterlichen Bauernhof von Olaf getroffen haben. Schönen Dank übrigens an Olafs Bruder Jan, der hat das perfekt organisiert. Also da gab es Bratwürste. Gibt es eigentlich sachsen-anhaltinische Bratwürste oder gibt es nur Thüringer? Na gut, sie schmeckten jedenfalls unglaublich lecker. Da gab es auch genügend Getränke. Schöne, schummrige Stimmung in die Dämmerung hinein. Lagerfeueratmosphäre. Alle kannten sich oder lernten sich kennen. Nein, sie kannten sich eben nicht. Sie lernten sich kennen. Und das war auch wunderbar, dass da schon die allerersten Bekanntschaften sowieso, aber auch Freundschaften geschlossen wurden. Tolle Stimmung ging bis in den späteren Abend. Und dann am nächsten Tag Arbeit. Hochkonzentriert, nämlich in mehreren Arbeitsgruppen. Wir waren etwas über 50 und da macht es natürlich keinen Sinn, mit 13 Arbeitsgruppen zu operieren. 13 deshalb, weil wir auf dem Entwurf des Uftrunger Manifests 13 Artikel, Kapitel, wie immer man es nennen will, haben und hatten und haben. Wir sind dann hergegangen und haben das aufgeteilt in sechs Arbeitsgruppen. Wir haben sich dann also da zurückgezogen und haben toll gearbeitet. Beispielsweise, also Nation hatten wir dabei, Demokratie, da hatte sich Olaf drum gekümmert. Wir hatten Sicherheit, das war der Part von Markus. Wir haben gehabt Gesundheit, da lag schon ein toller Entwurf vor von unserem Kollegen Franz aus Regensburg. Kultur war mein eigenes Ding, hängt ja mit Medien auch ein bisschen zusammen und um Energie hatte sich gekümmert Detlef. So, die 13 Punkte sind verabschiedet, übrigens einstimmig, können wir durchaus stolz drauf sein und werden jetzt unterfüttert, denn das macht ja keinen Sinn, ich lese euch das hier gerade mal vor für Nation. Wir stehen für ein demokratisches Deutschland in einem Europa der Vaterländer. Aus gewachsener abendländisch-christlicher Kultur heraus wollen wir die Zukunft erfolgreich gestalten. Selbstbewusst entwickeln wir das Land in friedlicher Konkurrenz zu unseren europäischen Nachbarn. Ist so ein Leitsatz. Oben drüber steht noch eine Präambel. Und das muss jetzt unterfüttert werden aus den Arbeitsgruppen heraus. Also die Ergebnisse von sechs Arbeitsgruppen aus Nordhausen werde ich in den nächsten Tagen und Wochen nachbearbeiten. Dann geht das nochmal zurück, wird ein bisschen durchgespielt. Es geht ja darum, die Positionen zu finden. So ähnlich wie Parteien das ja zum Teil in ihren Programmen machen über Hunderte, Dutzende und Hunderte von Seiten. Wir brauchen dafür nur eine Vor- und eine Rückseite. Und jeweils, das wird dann verlinkt im Internet für, sagen wir mal, Wirtschaft oder sagen wir mal für Familie. Da gibt es dann noch eine Seite, eine weitere Seite. Aber die soll wirklich knackig und konzentriert sein. Gut, das war jetzt Uftrungen respektive Leimbach. Am Sonntag haben wir uns dann der Frage gewidmet, wenn wir das alles perspektivisch sehen, was muss eigentlich passieren? Und es bestand sehr große Einigkeit darin, dass die Parteiendemokratie, wie man ja so leichthin sagt, dass das eigentlich von übel ist. Der Einfluss der Parteien reicht viel zu weit. Und man kann es relativ simpel daran festmachen, dass sich zum Beispiel im Bundestag eine ganze Reihe von, wie sagt man, von Dilettierenden, schlecht ausgebildeten, uninformierten, großen Laberköpfen finden. Die Beispiele kennt jeder, lang wie breit, also das muss ich jetzt gar nicht weiter aufzählen. Das findet sich auch in so gut wie allen Parteien. Und das liegt daran, dass die allermeisten über Listen da reinkommen. Also nehmen wir mal die Grünen-Politikerin Frau Katrin Göring-Eckardt. Die hat bei der vorigen Bundestagswahl als Direktkandidatin in ihrem Wahlkreis gerade mal 3 Stimmen bekommen.
sitzt aber im Bundestag. Dahin ist sie gekommen über eine Liste. Und ich habe mich dazu schon mal geäußert. Das Thema ist ja immer, dass sich viele hochzuarbeiten versuchen. Also erstmal über den Ortsverband, den Kreisverband, gilt für alle Parteien. Bei den Grünen ist es ganz besonders auffällig. Da kommen also diejenigen, bei den Sozis auch, diejenigen, die die große Klappe haben und sich wahnsinnig gut vernetzen können. Also die, die Netzwerke innerparteilich kapern. Und dann haben sie es irgendwann geschafft, sind sie, weiß ich nicht, Kreisvorsitzende, kommen vielleicht zu einem Landtagsmandat und irgendwann auf die Liste nach Berlin. Liste ist deshalb ganz fatal, weil es ja überhaupt keine qualitative Auswahl mehr gibt an dieser Stelle und der Bürger darauf null Einfluss hat. Das war für mich übrigens überraschend bei unserer Versammlung, bei unseren Thekenalarmtagen, wie viele in bester Gutgläubigkeit schlecht informiert waren. Dieses ganze System hatten sie noch nicht durchschaut. Geschweige denn, dass sie wussten, wie man gegebenenfalls darauf Einfluss nehmen kann. Wissen wir übrigens auch noch nicht. Aber eines ist klar, der Grüne, der rote Gegner, die haben das schon ganz perfekt hingekriegt. Über 50 Jahre Marsch durch die Institutionen und sagen wir mal seit 10 Jahren mit im Verbund mit den sogenannten Leitmedien, unter denen wir alle längst leiden, die haben es geschafft, da eine Gehirnwäsche hinzukriegen. Das kriegt man mit, wenn man heute mal mit Schülern redet. Olaf hatte ja dieses ganz beeindruckende Beispiel von der Oberbürgermeisterwahl ausgerechnet in Nordhausen. Eine Woche vorher, an dem Sonntag, war der erste Wahlgang. Wir lagen dazwischen. Eine Woche später, jetzt am kommenden Sonntag, ist der zweite Wahlgang die Entscheidung. Denn keiner der Kandidaten hatte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Aber es führte der AfD-Mann oder führt mit erheblichem Abstand, also weit über 40% der Amtsinhaber, ein Parteiloser, abgeschlagen. Was passiert wie immer in solchen Fällen? Bloß nicht AfD, ja. Alle Mann versammelt hinter den etablierten Parteien, um diese AfD da zu verhindern. Die haben sie also zusammengeschlossen. Das war aber noch nicht die Pointe, sondern dann gab es eine Podiumsdiskussion aller Kandidaten und an dieser Podiumsdiskussion haben teilgenommen eine 10. Klasse eines örtlichen Gymnasiums da in Nordhausen. Die Schüler nun wiederum sind am nächsten Tag hergegangen in ihrer Klasse und haben eine Probeabstimmung veranstaltet aus Eigeninitiative. Was kam raus? Der AfD-Mann hat also mit weit über 50% gewonnen. Und dann lief also die Klassenlehrerin zum Rektor oder der Klassenlehrer zur Rektorin. Ich weiß nicht genau, wie die Geschlechter da verteilt sind. Aber großer Alarm. Und sofort wurde die Integrationsbeauftragte gerufen, um in dieser Klasse doch nachzuschulen, was bitteschön Demokratie ist. Und ich muss nur sagen, habt ihr sie noch alle? Es hätte umgekehrt laufen müssen. Die Schüler hätten genau genommen einen Demokratiebeauftragten ins Rathaus schicken müssen. So, also ihr wisst, wie weit es darum geschehen ist. Ich habe in Leimbach, also in Nordhausen, habe ich mal rumgefragt. Ich habe gesagt, guckt doch mal alle auf die Uhr. Was glaubt ihr denn analog, wie der Zustand Deutschlands ist? Sagt der eine, 9 Uhr, ist es noch 10, 12 Uhr ist ja so die Scheide, der Scheidepunkt, an dem man das festmachen kann. Ganz viele antworteten mit, ist schon längst 5 Uhr 12. Ja, und einige meinten, halb eins. So, jetzt stellt sich die Frage, ob wir die Uhr nochmal zurückgedreht bekommen. Nicht misszuverstehen, bitte. Niemand von uns, niemand vom Thekenalarm und seinen Anhängern möchte nun hergehen und das Jahr 1960 wieder ausrufen oder 1990. Illusorisch, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Aber wir müssen bedenken, Tradition heißt ja nicht die Bewahrung der Asche, sondern Tradition heißt die Weitergabe des Feuers. Also wir werden uns der Gegenwart sowieso, geht ja gar nicht anders. Wir werden uns also auch der Zukunft stellen müssen. Und dabei geht es darum, nicht das wegzukippen, was bewährt war, sondern es zu transformieren. Auch wieder ein ganz gefährlicher Begriff, Transformation in Sachen Klima und so weiter, Wirtschaft. Dass die den Bach runtergeht, darüber brauchen wir vermutlich nicht zu streiten. Wir hatten auch sehr, sehr wenig Streit bei unseren Thekenalarmtagen. Interessanterweise, also ja, Kontroverse natürlich schon, wenn es darum ging, wie können wir es denn ändern? Wir, an welcher Stelle, wann, mit welchen Mitteln? Darüber kann man natürlich trefflich streiten, aber vor allem, es muss getan werden. Ja, diese Geste hier, auch klar.
Die steht übrigens an dieser Stelle nochmal erwähnt. Die steht für nichts Kommunistisches, kaum etwas wäre mir ferner. Sie steht für Kampfbereitschaft, sie steht für Entschlossenheit. Das soll die Faust symbolisieren. Und wir haben uns dann also darüber klar geworden, dass wir unten anfangen müssen. Es hat überhaupt keinen Sinn, den Bundestag stürmen zu wollen. Zumal wir ja gar keine Partei werden wollen, sondern wir sind eine Mutbürgerwehr. Mutbürgerwehr. Ähnlich wie Feuerwehr. Es muss darum gehen, den Flächenbrand zu löschen, bevor er noch weiter um sich greift, bevor er noch alle Häuser befällt und so weiter. Bundeswehr ist ja inzwischen auch sehr gefragt, also wehrhafte Demokratie. Und ich erinnere mich, wie Sie über Herrn Aiwanger hergefallen sind, als der dann bei der Versammlung da in Erding gesagt hat, ich fordere euch auf, holt euch eure Demokratie zurück. Wunderbare Aufforderung. Müssen wir auch. Wir alle müssen dran mitwirken. Ich kann euch nur bitten, helft uns dahingehend. Wir haben jetzt den Verein am Start, Verein für Demokratie e.V. Wir warten darauf, dass wir die Steuernummer bekommen und dass wir die Gemeinnützigkeit zugeteilt bekommen. Denn dann ist zumindest mal was mit Spenden möglich. Wir haben uns völlig getrennt von der Illusion, dass wir allein übers Netz, möglicherweise über YouTube oder so, Werbung und so weiter, da in irgendeiner Form das finanziert bekommen. Funktioniert nicht. Also da sei euch gleich mal dazu erzählt, YouTube, wir haben ohnehin keinerlei Einfluss darauf, ob die also nun für Coca-Cola oder für Balsenkekse Werbung davor schalten, aber es sind minimale Summen, die da zusammenkommen. Und ganz abgesehen davon passiert es auch immer wieder heute Morgen, dass dann eingeblendet wird für Werbung, für Werbetreibende nicht geeignet. Also da sind wir dann völlig außen vor. Wir brauchen euch und ihr braucht uns, will ich hoffen, damit wir gemeinsam vorankommen. Gemeinsam sind wir viele, haben wir auch bei unserer Schlussveranstaltung immer wieder betont, gemeinsam sind wir auch stark. Also diesen Verein gibt es. Ich kann euch nur bitten, werdet Mitglied. Im Moment gibt es noch ein paar zweistellige Mitgliedsnummern. Dann kann man später mal sagen, wenn die Kinder einen fragen, was hast du denn eigentlich unternommen? Ja, ich bin dann dem Verein für Demokratie beigetreten. Ich habe 100 Euro im Jahr abgedrückt. Ich bin auch immer zu den Versammlungen gegangen. Das ist ja das Wichtigste. Nicht, dass mich jemand missversteht. Also es geht nicht darum, Geld einzusammeln. Schon mal gar nicht für Olaf und mich. Wir haben da eine Menge investiert und keineswegs nur Zeit, sondern eben auch fünfstellige Summe. Es geht darum, dass wir dieses Land wieder auf Kurs kriegen. Und da müssen wir alle dran mitarbeiten. Deshalb meine herzliche Bitte an euch, schaut euch das an auf unserer Website. Alles transparent, sowohl der Verein für Demokratie mit der Satzung, als auch, ihr könnt da natürlich einen Antrag runterladen, den online ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, an unsere E-Mail-Adresse zurückgeben. Und das Wichtigste ist eben auch, dass ihr euch hinter dieser Geschichte versammelt. Das ist ganz bewusst knackig formuliert und ich möchte wetten, so gut wie niemand aus der bürgerlichen Mitte wird daran was zu mäkeln haben. Mag den einen oder anderen geben, dem der Punkt 11 oder der Punkt 3 nicht präzise genug formuliert ist, kommt alles noch. Und ähnlich wie bei einer Partei, auch wie in einer Familie, es ist doch immer so, dass man nicht hergehen kann und sagt, alles trifft genau meinen Geschmack und genau zu dieser Zeit und überhaupt. Es geht um das große Ganze und darüber müssen wir uns klar sein. Wir haben ein verdammt ambitioniertes Ziel, nämlich wir wollen verhindern, dass Deutschland noch weiter den Bach runtergeht und deshalb, ja, macht doch einfach mal mit. Das Wichtigste ist, dass ihr erstmal aus der Komfortzone rauskommt, euch unterhakt, zu unseren Versammlungen kommen, 15 oder 16 Standorte sind es mittlerweile. Das findet sich auch alles auf der Website, wann da wo die Veranstaltungen sind. Ich darf übrigens nicht zu spät kommen, muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich fahre heute nach Mannheim. Die haben ihr zweites Treffen. Zeitgleich ist in Berlin das dritte, ist für mich heute ein bisschen zu weit, sonst lasse ich mich da auch gerne blicken und versuche ja mitzureißen. Ja, was ich hier ja auch die ganze Zeit versuche. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ihr braucht ja eigentlich nur dieses Wort wirklich zu verinnerlichen. Habt Mut mitzumachen. Das mit der Wut ist schön, sollte sich jetzt überlebt haben. Vom Wutbürger zum Mutbürger werden. Ich zähle auf euch.